Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Resident Evil 2 Remake. Ja, im letzten Part haben wir hier so ein bisschen Erfolg gehabt, ne? Haben wir Leon seinen Schreibtisch öffnen können. Gut, hier muss ich wahrscheinlich wieder zurück. Was ist eigentlich hier drin? Geht nicht. Jo. Es geht aber noch hier. Da ist so ein Verrückter. Zack. Was ist das? Holzbretter 1. Ah, okay. Na komm, nimm es mit. Was soll's? Kann ich es direkt verbarrikadieren dahin? Wie kann ich speichern? Jo, endlich mal Munition. Was ist das? Also Pulver. Na gut, kann ich nicht nehmen. Erstmal, aber da hinten ist ja die Kiste. Jo. Lesen. Lesen, Claire. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. Ja, klar. Marihuana und so was, ne? In diesem Buch stellen wir drei dieser in Arklebergen heimischen Kräutern vor. Grüne Kräuter heilen einfach. Heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern, Mixkräutern erhält, die deren Wirkung steigern, und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor aus asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern die Mixtur, die Konstruktion stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung der wahren Potenzials dieser Kräuter. In ihrer Heilwirkung, weitere Forschung dürfte noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Ja. Das, also jeder, der Resident Evil kennt, der weiß, wie man die Scheiße zusammenmischt, ne? Und was das bringt, was das bewirkt. Kann ich hier Licht anmachen? Na, also, endlich mal. So. Okay, hier kann man, ja, das ist... Das sind blaue, oder? Ne, das ist rotes Kraut. Kann ich noch gar nichts machen. Kann ich dann ja, die Bilder machen. Das ist ja ähnlich wie im Original. Beziehungsweise genauso. So. Bretter mache ich. Was ist hier mit dem Ding? Tue ich auch verstauen. Mein Messer ist ein Standardmilitär. Ist ein guter Helfer in Not. Kann ich mal wieder speichern? Kann ich nicht hier viel Material nehmen? So, nehmen wir das. Dann nehmen wir das rote. Ja, ey, ich weiß es doch. Kombinieren. So, jetzt haben wir quasi sowas wie der erste Hilfespray. Die Bretter weiß ich nicht. Die lasse ich mal. Auch mal weg, denke ich mal.
Weil, ja, erstmal habe ich hier keinen Platz. Und zweitens glaube ich, dass man die erst, wenn man unten ist, benutzen muss. Aber ja, tu mal speichern. Ja, überschreiben. Alter, überschreiben. Ja, Leute, ich werde mal irgendwann mal aufhören müssen zu zocken und zum beschisseneren Teil der Sache kommen müssen. Kann ich doch die Bretter dahin knallen, oder? Nein, gib mir die Holzbretter. So. Den verpasse ich gleich immer. Benutzen. Okay. So, hier, das kommt mir auch noch bekannt vor. Allerdings das Tor hier. Ah, schon wieder eine Trophäe. Allerdings ist hier das Tor. Der Pisser, der steht doch auf. Beziehungsweise die Tussi. Da habe ich Munition. Ey, es ist immer so schnell. Hier ging's nicht weiter. Scheiße, da hier oben ist einer. Du bist echt krass, Alter. Da kann man. Ach, man braucht mal extra Schlüssel für, ne? Los! Junge! Du bist doch hoffentlich tot. Wieder Initialien. Von dem. Brandgranaten. Komm, nehme ich mit. Tragbarer Tresor. Okay, was macht das? Ein kleiner tragbarer Tresor. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen und sie auswählen und untersuchen, bla bla. Manchmal. Okay. Untersuchen. Einen Weg der Umgebung finden. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Tragbar ist ein wichtiges Objekt. Ja, scheiße, komm. Egal. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe einzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Okay. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorn anfangen. Ja gut, dann kriege ich das wohl hin, oder? Untersuchen. So, jetzt brennt die. Falsch. Fangen wir hier wieder an. Okay. Im Ernst? Okay, ich habe das gedrückt. Nein. Was habe ich denn gedrückt? Also, erst die und dann die. Dann hier die. Und dann die hier. Die war falsch. Fuck off. Das. Oh, okay. Das. Das. Ja, Mist. So, dann lass mich mal erstmal das da. Wieso denn? Ging's doch vorhin. Nee. Das, 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 das. Das? Nein. Das.
Ah, okay. Das. 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 Und das. Coole Mucke und eine Trophäe. Was ist es? Ersatzteil. Irgendein kleines Teil. Untersuchen. Was ist das für ein irgendein kleines Teil? Wofür soll er denn gut sein? Gut, bringt mich nicht weiter. Okay. Was ist denn hier mit dem Schwachkopf? Okay. Scheiße, ey, muss ich wieder runter und alles erstmal verstauen. Das sieht fast so aus. Motherfucker. Jo, cool bleiben, Junge. So. Ja, das hier kommt mir schon eher nach Resident Evil 2, ne? Verstauen. 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 Ich hoffe, die Munition SLS-60. SLS-60. Ja. Gut, drei Plätze habe ich frei. Hat er sich verpisst? Nein. Arschloch. Gut. Wo ist denn der Idiot hin? Ach, leg mich doch. Kein Bock auf euch, ey. Ich finde scheiße, dass man die nicht alle direkt erledigen kann. Dass sie dann immer wieder aufstehen. Manche zumindest mal. Und das hier soll mich erschrecken oder was? Nein, die nerven doch. Jawohl. Also gut. Mit dem Schlüssel können wir ein paar Türen öffnen. Zu. Ist. Was war das? Sorry, Claire, ich hab's nicht gesehen. Ist das ein Licker? Okay, ich kann da rein. Gibt's hier nicht noch? An alle Überlebenden. Betrachte dies als Geschenk. Für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen aber dafür einen überragenden Hörsinn. Ja, wusste ich ja auch so. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen, wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Leute, der Timer klingelt, scheißen Dreck. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut und tschüss, Leute.